Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Allianz SE möchte ich Sie ganz herzlich heute hier in der Hauptstadtrepräsentanz der Allianz begrüßen. Mein Name ist Katrin Burkhardt und ich bin die Leiterin der Repräsentanz. Die Berliner Rede zur Freiheit wurde von der Friedrich-Naumann-Stiftung im Jahr 2007 entwickelt und fand von einer einzigen Ausnahme abgesehen immer hier bei uns im Haus statt. Wir sind auch in diesem Jahr, freuen wir uns sehr darüber, dass wir wieder der Gastgeber dieser hervorragenden Veranstaltung sein dürfen. Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit trägt die Begründung für die Kontinuität bei der Ortswahl quasi schon im Namen. Denn es gibt in Berlin vermutlich keinen anderen Ort als diesen hier am Brandenburger Tor, der so sehr ein Symbol für die Freiheit des wiedervereinigten Deutschlands ist. Es ist der Friedrich-Naumann-Stiftung mit Udo De Fabio, Peter Sloterdijk und Joachim Gauck, um nur einige wenige Namen zu nennen, immer gelungen, ganz hervorragende und herausragende Redner für diese Veranstaltungsreihe zu finden. In diesem Jahr freuen wir uns ganz besonders, dass Gabor Steingart hier bei uns im Haus die Rede halten wird. Und ich möchte Sie ganz herzlich an dieser Stelle hier begrüßen. Herr Steingart spricht zu dem Thema unsere Marktwirtschaft und ihre Feinde. Ein hochaktuelles und, wie ich finde, auch brisantes Thema, denn die wirtschaftliche Freiheit wird bis hinein ins bürgerliche Feuilleton häufig mit einer Bedrohung gleichgesetzt. Es gibt also ausreichend Anlass, sich Gedanken zu machen über das Verhältnis von Wirtschaft und Freiheit und die Grenzen zwischen Leistungswille und Gier bzw. zwischen Erfolg und sozialer Kälte auszuloten. Als früherer Leiter des Spiegel-Hauptstadtbüros und nun als Herausgeber des Handelsblatts gelten Sie als ausgewiesener Experte in allen Wirtschaftsfragen. Für diese Kompetenz wurde Herr Steingart 2004 zum Wirtschaftsjournalisten des Jahres gewählt und 2007 durch die Verleihung des Helmut-Schmidt-Journalistenpreises quasi geadelt. In diesem Jahr kam eine weitere Auszeichnung dazu, und zwar wurden Sie zum Medienmann des Jahres gekürt. Bevor wir nun mit Spannung Ihrem Vortrag lauschen dürfen, möchte ich das Wort an den Vorsitzenden der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, an Herrn Gerhard, übergeben, den ich an dieser Stelle ebenfalls ganz herzlich begrüßen möchte. Nach der Veranstaltung sind Sie wie immer zu einem kleinen Empfang bei uns oben im Staffelgeschoss im vierten Stock eingeladen. Und es wäre sehr schön, wenn Sie den Abend bei uns innen drin oder auch draußen auf der Terrasse mit direktem Blick auf die Quadriga bei schönen Gesprächen ausklingen lassen könnten. Für die Fußballfans eine wichtige Ansage. Wir haben auch an Sie gedacht. Wir haben nämlich oben im Staffelgeschoss einen extra Raum mit einer Leinwand ausgestattet, sodass Sie das Spiel auch gut verfolgen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es für alle reichen wird, aber es gibt ja vielleicht auch ein paar Nicht-Fußballfans. Ich wünsche Ihnen allen und uns allen einen interessanten Abend, viele Gespräche. Vielen Dank.